Bausparvertrag zum Geburtstag kommt bei den meisten jungen Menschen jetzt eher nicht so cool an. Trotzdem ist er in unserer Gesellschaft allgegenwärtig, der Traum vom Eigenheim. Aber ist dieses Konzept überhaupt noch zeitgemäß? Nachhaltig ist es jedenfalls leider nicht. Aber keine Sorge, die einzige Alternative ist keine feuchte Hütte aus Lehm und Stroh. Wir haben mit ExpertInnen über zukunftsweisende Modelle gesprochen, die auch noch vielversprechend sind. Und was die gesagt haben, das seht ihr jetzt bei. Grüne bzw. nachhaltige Architektur bedeutet nicht nur einen grünen Fassadenanstrich. Vielmehr geht es dabei um soziale, ökonomische, aber auch gestalterische und ökologische Aspekte. Außerdem müssen Anreizsysteme geschaffen werden, damit grüne Architektur überhaupt attraktiv wird. Zum Beispiel Professor James Wines von der Penn State University beschreibt grüne Architektur als die Philosophie, Gebäude hinsichtlich ihres Einflusses auf die Umwelt zu betrachten. Ideale und Philosophie hin oder her, aber wie genau sieht es denn konkret mit dem nachhaltigen Bauen in Berlin aus? Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel wird derzeit ein neues Modellprojekt entworfen. Das Schumacher-Quartier ist ein Modellprojekt für ein nachhaltiges Wohnquartier. Konstanze Döll von diesem Schumacher-Quartier hat sich netterweise ein bisschen Zeit genommen und uns ein paar Fragen beantwortet. Das Interview haben wir vorher aufgezeichnet. Konstanze, was genau ist das Schumacher-Quartier und was plant ihr? Im Endeffekt ist Berlin TXL quasi die Überschrift über diese Nachnutzung des Flughafenareals mit diesen drei Schwerpunktbereichen. Und das Schumacher-Quartier ganz im Osten des Areals ist eben eines von diesen dreien. Und über allem liegt quasi die Überschrift der Nachhaltigkeit und auch der Digitalisierung. Also es wird ein hochmoderner Standort, digitalisierungsgeprägt und eben auch sehr naturnah. Und ja, welche Bausteine fallen da rein? Eigentlich ganz verschiedene. Wir haben es da natürlich zum einen mit dem nachhaltigen Bauen zu tun, mit den Werkstoffen, mit den Materialien an sich. Also das Schumacher Quartier ist als größtes Holzbauquartier der Welt derzeit mit über 5000 Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen geplant. Was sind die entscheidenden Aspekte, die bei einem nachhaltigen Bauprojekt beachtet werden müssen? Holz an sich als nachhaltiger, nachwachsender Rohstoff natürlich ein großes Thema, was auch uns noch viel beschäftigen wird, wie wir das alles auch gestemmt bekommen. Aber es fallen noch ganz andere Aspekte rein. Da haben wir zum Beispiel das Thema der Biodiversität. Also wie kann man da Pflanzen und Tiere, die Vielfalt nicht nur in die Stadt holen, sondern auch noch erweitern. Also das naturnahe Wohnen spielt eine große Rolle. Es sind die nachhaltigen Energien, die eingesetzt werden. Es ist ein Mobilitätskonzept. Also wir haben ein autoarmes, eigentlich autofreies Stadtquartier, eben auch aus Nachhaltigkeitsaspekten und eben sowas wie klimaangepasste Stadt. Also wie können wir mit den Herausforderungen des Klimawandels gut umgehen, seien es jetzt Extremwetterereignisse wie Starkregen oder lange Dürrephasen, Hitzeperioden und so weiter. Also all diese Gedanken sind in die Konzeption eingeflossen und bilden im Endeffekt dieses Gesamtkonzept des nachhaltigen, naturverbundenen und auch sozialen Quartiers. Wo siehst du das Hauptproblem bei solchen Projekten und was würdet ihr vom Schumacher Quartier euch wünschen? Die Vielfalt, die Komplexität der Verwaltung letztendlich in Deutschland, wo wir wohnen, und auch so ein bisschen ein vorsichtiges Handeln der zuständigen Personen. Also da fehlt es an mancher Stelle, würden wir uns einfach wünschen, vielleicht ein mutiges und auch innovationsfreundliches Genehmigungsverfahren zum Beispiel, um auch einfach neue Dinge mal auszutesten. Vielen Dank an der Stelle an Konstanze Döll. Das Schumacher-Quartier ist übrigens nur eines der größeren von 16 aktuell geplanten Bauprojekten in Berlin. Ein weiteres nachhaltiges Bauprojekt befindet sich auf den Bukower Feldern am Stadtrand von Berlin-Neukölln. Dieses Projekt
wird vor allem dadurch nachhaltig, dass es eine Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser für die dort gebauten Wohnungen gibt. Außerdem richtet es sich nach dem sogenannten Schwammstadtkonzept. Das bedeutet, es werden viele Versickerungsflächen eingeplant und möglichst wenig Boden versiegelt, was wichtig ist für das Ökosystem. Ein weiterer Punkt für nachhaltige Architektur ist aber auch die Mobilität. Vor allem in großen Städten wie Berlin ist der CO2-Ausstoß vom Verkehrssektor immer noch riesig. Was man dagegen tun kann, das hören wir uns jetzt an. Wir treffen Heiner von Marschall in Reinickendorf in der Nähe vom ehemaligen Flughafen Tegel. Der Bezirkspolitiker der Grünen bewirbt sich dieses Jahr für den Bezirk Reinickendorf-Tegel für das Landesparlament Berlin. Vor allem bei der nachhaltigen Mobilität in Großstädten gibt es ihm zufolge noch Luft nach oben. Naja, gerade in den Großstädten ist es der Verkehr, der noch ungefähr ein Viertel der Gesamtemissionen ausmacht. Und das ist der einzige Sektor, danke an die Scheuer, wo sich das noch nicht mal absenkt, sondern teilweise sogar gestiegen ist. Es geht jetzt tatsächlich darum, dass wir weniger Verkehr brauchen. Und das heißt auch, dass wir weg müssen von einem Verkehrssystem, das vor allem auf privaten Autobesitz sitzt. Wir brauchen insbesondere den Umweltverbund, ÖPNV, Fahrrad-Fußverkehr. Das wird allein nicht reichen, es wird Autos weitergeben. Aber diese Autos müssen emissionsfrei sein, sie müssen kleiner werden und sie müssen gezielt eingesetzt werden. Die Mobilität innerhalb des Schumacher-Quartiers soll autofrei werden. Ein Konzept, das der Bezirkspolitiker zu 100% unterstützt. Momentan ist das Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel durch zwei Autobahnstreifen von den umliegenden Bezirken getrennt. Eine Abschottung des Quartiers könnte aber laut von Marschall zu möglichen Spannungen mit den umliegenden Kiezen führen. Das Konfliktpotenzial ist natürlich, dass das hier ein vielfach benachteiligtes Quartier ist. Also was Lärm angeht, was Emissionen angeht, was aber auch finanziellen Status angeht und lauter solche Dinge. Und da drüben entsteht etwas wirklich vollkommen Neues. Mir ist wichtig, uns ist wichtig, dass das wirklich ineinander verzahnt wird, dass man da auch zueinander kommt. Das Modellprojekt könnte eine echte Chance sein, den Kiezen mehr Freifläche, Freizeitangebote und einen Platz zum Miteinander wohlfühlen zu ermöglichen. Ich glaube, dass wirklich breit verstanden werden muss, dass diese Klimakrise, die wir haben, den Klimawandel, den wir in diesem Jahr ja schon sehr deutlich jetzt erleben, das ist ja nichts Neues, darüber reden wir seit 40, 50 Jahren. Aber dass jetzt es endlich verstanden wird, dass es allerhöchste Zeit ist, das wirklich als die Herausforderung zu verstehen, damit dieser Planet auch Ende dieses Jahrhunderts überhaupt noch von Menschen bewohnt werden kann. Bei nachhaltiger Baukonzeption muss also auch auf ziemlich viel drumherum geachtet werden. Im besten Fall ist die Anbindung durch öffentliche Verkehrsmittel und Fahrradwege so gut, dass Autofahren überhaupt nicht mehr notwendig ist. Jetzt haben wir, denke ich, einen ziemlich guten, groben Überblick erhalten. Schauen wir uns jetzt doch mal im Detail an, wie im Kern nachhaltiges Bauen funktioniert und wie das überhaupt realisierbar ist. Wir sprechen mit Eike Roswag-Klinge. Er ist Professor an der TU und leitet das Natural Building Lab, ein Forschungslabor für nachhaltigen Bau mit natürlichen Materialien. Genauer gesagt, er erforscht, wie so klimaneutral wie möglich gebaut werden kann. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt quasi nachwachsende Rohstoffe oder erneuerbare Produkte auch im Bauen einzusetzen, das ganze Bauen kreislaufgerecht zu machen. Und da ist das Holz bei uns in unserer Region, wenn man hier nach Brandenburg guckt, die große Lösung. Doch auch bei der Holzgewinnung gibt es viel zu beachten, um das natürliche Gleichgewicht und die Gesundheit der Wälder aufrechtzuerhalten. Es werden jetzt über den Waldaufbau neue Bäume dazukommen. Es werden vielleicht auch schnell wachsende Hölzer, so in Agroforststrukturen, wo man also Landwirtschaft mit so Waldstreifen kombiniert, um der Erosion vorzubeugen und so weiter. Da entstehen neue Stoffe. Wir werden aus einjährigen Pflanzen, aus Stroh, aber auch Hanf und anderen Gräsern und so weiter, Schilfrohr, wenn wir jetzt wieder mehr über Moore sprechen, und Verwässerungen der Landschaften diskutieren. Da kommen ganz neue Stoffe auf uns zu, die wir auch entwickeln müssen. Und die werden für uns, für das Bauen, die Zukunft machen. Und da gibt es ganz viel zu forschen. Häufig verbaute Stoffe wie Beton, Zement und Gips sind günstig in der Anschaffung und im Bauprozess, aber leider überhaupt nicht gut recycelbar. Laut Roswag-Klinge könnten nachhaltige Baumaterialien wie Holz und Lehm jedoch auch günstiger werden, wenn die Nachfrage stiege und der Markt zusätzlich subventioniert würde.
Wir haben ja diese CO2-Steuern theoretisch ja auch, aber der Betonstahl und der Zement sind davon befreit, weil man sagt, das kann man nicht machen, weil er da zu stark belastet wird. Das heißt, wir subventionieren quasi passiv Umweltschädigung. Und da müssen wir raus und da muss es zu einer Gleichheit kommen. Statt an der falschen Stelle nicht zu sanktionieren, sollten wir also lieber an der richtigen Stelle subventionieren. Was kann ansonsten auf politischer Seite noch passieren? Ich glaube, diese Subventionen, von denen wir gerade gesprochen haben, die müssen halt umgekehrt werden. Wir brauchen sicherlich noch ein bisschen mehr Förderung, dass halt so quasi mehr in nachwachsende Rohstoffe investiert wird. Wir brauchen vielleicht ein paar Vorgaben, wir müssen ein paar Gesetze anpassen, wobei das Baurecht, also wir wissen eigentlich, wie wir das bauen und das ist eigentlich, da sind wir ziemlich weit. Man muss jetzt so in die Masse kommen, das sind alles so endlos lange Prozesse und wir müssen also alles, was heute geplant wird, eigentlich in dieses Materialität stecken. Wir brauchen sicherlich viel Forschung, aber ich glaube, die öffentliche Hand muss vorausgehen. Wir müssen so Reallabore schaffen, wo wir diese Ressourcenregionen denken. Wir müssen die Forschung, die Unternehmen mit aufbauen. Wir bräuchten vielleicht so ein Wirtschaftscluster, kreislaufgerechtes Bauen, um nicht wieder die Innovationen weit zu streuen, sondern so in Berlin-Brandenburg so als Pionierregion zu entwickeln. Das wäre, glaube ich, genau der richtige Move, den wir jetzt machen müssten mit einer neuen Landesregierung. Aber können regionale Wälder als nahezu einzige Ressourcenquelle für das Bauen der Zukunft herhalten, ohne geschädigt zu werden? Die sogenannte Uber-Rescue-Studie führt auf, dass Deutschland bis 2050 ca. 95% der Treibhausgasemissionen verringern könnte und zeigt außerdem verschiedene Szenarien auf, wie das gelingen kann. Und beim Bauen heißt das nach dieser Uber-Studie, dass man vielleicht auf 40 Quadratmeter Wohnfläche im Mittel kommen würde. Das würde aktuell bedeuten, dass wir 20% weniger Flächen im Mittel nutzen, als wir jetzt nutzen, weil wir sind knapp bei 50 Quadratmeter pro Kopf in Deutschland. Das heißt also, wir müssen da überall reduzieren und dann bleibt uns der Gebäudebestand, den wir umbauen müssen, transformieren müssen, energetisch verbessern müssen, an neue Nutzungsformen anpassen müssen. Und das müssen wir alles so quasi in den bestehenden Gebäuden eher machen. Und da sind die nachwachsenden Rohstoffe das ganz ideale Produkt. Und das heißt aber, wir bauen tendenziell weniger, wir verwenden viel weniger Stoffe und können das dann locker aus den deutschen Wäldern machen. Um nachhaltiger zu wohnen, müssen wir unseren Wohnraum pro Kopf also um ca. 10 Quadratmeter reduzieren. Der typische Traum vom Eigenheim mit Garten wird damit zum Problem. Jährlich steigt die Anzahl an Wohnfläche bei gleichbleibender Einwohnerzahl und damit auch die Fläche an versiegeltem Boden. Dieser Boden ist jedoch essentiell für die Biodiversität, Agrarwirtschaft und den Mobilitätssektor. Kurzum, wir verbrauchen viel zu viel Platz zum Wohnen. Wir haben nun viel über nachhaltigen Bau und Lösungsansätze für gegenwärtige Probleme gehört. Das Kernproblem unserer Gesellschaft in Bezug auf Nachhaltigkeit ist und bleibt aber, dass wir einfach zu viel konsumieren. Es gibt auf dem Weg zur Nachhaltigkeit also noch eine ganze Menge Baustellen. Aber, wie wir gerade gehört haben, eben auch eine ganze Menge Lösungsansätze. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Für flächen- und ressourcenschonendes Bauen ist es wichtig, dass wir schnell nachwachsende und regionale Rohstoffe verwenden und eher in die Höhe als in die Breite bauen, damit wir den Lebensraum optimal ausnutzen können. Modelle wie das Schumacher-Quartier gehen mit gutem Beispiel voran. Von Professor Roswag Klinge haben wir gehört, dass auch sozial ein Umdenken stattfinden muss. Zum Beispiel in Bezug auf das Modell des Einfamilienhauses, das nicht besonders nachhaltig ist, eben weil da meistens wenige Menschen wohnen auf einer ziemlich großen Fläche, die auch noch den Boden versiegelt. Für die Zukunft brauchen wir also noch eine Menge Forschung und strukturelle Veränderungen, damit nachhaltiges Bauen wirklich Alltag werden kann. Mal sehen, wie wir in 20 Jahren leben und wohnen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr euch euer zukünftiges Zuhause vorstellt. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gern auf YouTube und Instagram. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.